Endlich ist es soweit, dieser Detektiv feiert nach 17 Jahren sein Comeback in Detektiv Conan. Alles, was du zu den Spoilern zum Kapitel 1119 wissen musst, wie immer für euch nach dem Intro. Viel Spaß! Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die Spoiler zum Kapitel 1119. Wir befinden uns ja gerade aktuell schon seit mehreren Wochen in einer Detektiv Conan Pause, die noch bis zum 8. November anhalten wird. Dort wird dann 1119 released. Im Vorfeld hatten wir schon einige Hints, dass endlich ein Detektiv nach langer Abwesenheit sein Comeback feiern wird. Daraufhin habe ich ein Video gemacht unten in der Beschreibung, wo ich zwei Kandidaten aufgestellt habe, einmal Shinichi und einmal Saguru Hakuba. Hakuba ist ja eigentlich mehr im Magic-Kaito-Universum zu Hause. Nichtsdestotrotz hat dann Gosho vor wenigen Tagen während einer Sondervorstellung zum Kinofilm 26 Black Iron Submarine bestätigt, dass es sich bei diesem Pair, bei diesem Protagonisten wirklich um Hakuba handelt. Das heißt, nach 17 Jahren taucht er endlich wieder in Detektiv Conan auf, denn sein letzter Auftritt im Manga bzw. im Kanon war im Kapitel 566, welches am 10. Mai 2000 2006 released wurde. Überlegt euch das mal, 17 Jahre hat er gebraucht, um endlich wieder aufzutauchen. Das ist auf jeden Fall schon mal der bestätigte Fakt und jetzt kommt noch ein neuer, großartiger Hinweis hinzu, denn meistens ist es so, dass Gosho am Montag immer seine Detektiv Conan Hints über das Spiel Animal Crossing released. Das heißt also, hier quatscht er über Gott und die Welt, aber natürlich auch über Detektiv Conan. Hier hat er unter anderem preisgegeben, dass er ein Doppelcover gezeichnet hat für die Shonen Sunday und dort hat er diesmal Conan und Kid gezeichnet, die sich auf dem Cover vertikal verbinden. Das ist natürlich ein Hinweis, denn wenn Hakuba auftaucht, liegt natürlich der Gedanke sehr, sehr nah, dass auch Magic Kaito bzw. Kaito Kid einen Auftritt haben wird und das wurde hiermit bestätigt. Das heißt, 1119 geht es um Hakuba und um Kaito Kid. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze aussieht und wie der Auftritt von Hakuba sein wird. Hat es etwas zu tun mit einem der alten Männern? Wir wissen es nicht, könnte aber sein. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito.